Koh Samui vor der Küste Thailands. Hier will dieser Traummann die Liebe seines Lebens finden. Ich bin der Clive, bin 26 und bin der neue Bachelor. Alles, was normal ist, ist für mich langweilig. Ich bin risikofreudig auf jeden Fall. Ich tue gerne Sachen ausprobieren. Wir leben nur einisch. Und wir sind alle nur Menschen. Also, schlussendlich sind wir alle im gleichen Sarg. Entscheidend ist, was du mitnimmst. Philosoph, Model, selbstständiger Finanzunternehmer. Clive Bucher ist ein Mann mit vielen Gesichtern. Die Frau, die mich bekommt, die wird etwas bekommen, das man nicht einschätzen kann, das nicht einfach ist zum Bändigen, auf jeden Fall. Sicherheit, Persönlichkeit, vor allem unternehmenslustig, wo sich crazy Sachen mit ihr unternehmen will und wo kein anderer mit ihr unternommen hat. Hat dieser Mann denn gar keine Schwächen? Was mir schwerfällt, ist, meine Gefühle zu zeigen. Harte Schale, weicher Kern. Ich bin ein sehr sensibler Typ, wo, wenn es um Gefühle geht, ich sage, eher skeptisch ist, weil er halt Angst hat, verletzt zu werden. Und dort ist dann halt mehr die harte Schale, die da ist, wo vielleicht manchmal auch nicht immer gut ist, weil es auch wichtig ist, sich zu öffnen und dem Gegenüber zu zeigen, was man wirklich fühlt, damit er versteht, wieso du so bist. Kann jemand diese harte Schale knacken? Diese 20 Ladies werden es in den nächsten Wochen versuchen. Ihre Knackwerkzeuge haben sie dabei. Die Frage ist, wer kann am besten damit umgehen? Und das sind sie, unsere 20 Nussknackerinnen. Nicole und Mia. Carolina und Sanja. Valentina und Maria. Anna und Silvia. Fabienne und Ivy. Sophia und Seda. Belida und Amanda. Francesca und Alicia. Ramona und die blonde Julia. Und Jane und die brünette Julia. Sie alle ahnen nicht, dass in Thailand ein Mann auf sie wartet, der mehr zu bieten hat als einen Traumkörper und ein hübsches Gesicht. Ich habe mich mit 24 selbstständig gemacht in der Finanzbranche. Ich habe eine eigene Firma aufgemacht und habe mittlerweile ca. 30 Leute aufgebaut. Ich bin jetzt 26, das ist schon im Moment okay. Ich habe letztes Jahr 1 Million Umsatz gemacht. Es läuft in die Richtung, wo ich will, aber ich bin noch lange nicht dort, wo ich will. Bescheidenheit ist eine Zier. Erfolgreich sein ist immer Ansichtssache. Aus meiner Sicht bin ich noch lange noch nicht erfolgreich, weil ich mich natürlich an Leute orientiere, die 10-mal mehr haben wie ich. Und das ist der Grund, wieso ich nie aufhören, besser zu werden. Weil wenn ich das Gefühl habe, dass ich erfolgreich bin, gebe ich nicht mehr Gas. Bleibe dementsprechend stehen und höre auf, besser werden. Ein Mann, der weiß, was er will. In meinem Job bin ich relativ glücklich und bin auf jeden Fall jetzt auch an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich bin im Privaten so weit, dass ich auch bereit bin für die richtige Frau, um mit ihr mein Leben zu verbringen. Clive ist bereit für den nächsten Schritt. Ich bin ja gerade am Umziehen und das Gute ist, ich habe ein neues Bett bestellt und das ist so groß, dass es auch Platz für zwei hat. Clives Freunde werden beim Umzug helfen. Das trifft sich gut. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Was meinst du, wo ist er? Hey! Hey, Sali, hoi. Hey, Clive. Hoi, hoi. Chef? Hey. Hat er probiert anzuhören? Wo bist du? Keine Ahnung, ich habe heute mega schlechten Empfang. Ich habe immer einen super Empfang. Egal, gut, dass du da bist. Gehen wir schnell raus, ich muss noch ein paar Sachen holen. Ja. Wirtschaftlicher Erfolg macht allein nicht glücklich. Es ist sicher gut, wenn man es hat, weil es macht einen frei. Aber genauso wichtig ist die Anerkennung, die du brauchst und die Liebe von deiner Familie, wie auch Kollegen und Freunde zu haben. Das ist genau gleich wichtig. Darauf wird gleich mal angestoßen. Ich würde sagen, zum Wort. Ich habe gespritzt. Für mich ist das Wichtigste im Leben, eine Familie zu haben. Eine Frau, die loyal ist und eine funktionierende Beziehung mit Kindern, ist für mich das Wichtigste, was ich mir in meinem Leben wünschen würde. Wie schlimm es ist, wenn Kinder kein sicheres und liebendes Zuhause haben, weiß Clive aus eigener Erfahrung. Speziell an meiner Jugend war, dass ich den grössten Teil meiner Jugend und Kindheit im Kinderheim verbracht habe, sogar in mehreren Kinderheimen. Meine Mutter war alleinerziehend und da ich auch überhaupt gar kein einfacher war, war es nicht einfach für sie, weil sie halt selber noch jung war, auf mich zu schauen. Und hat dementsprechend dann auch einen Beistand bekommen, der dann auch gesagt hat, dass ich
im Kinderheim besser aufgehoben bin für die Jugend. Ja. Es ist halt immer wieder hart, wenn die Mutter dich bringt und dann sagt, ciao, ich muss gehen. Das ist sehr hart. Das ist sehr emotional. So ein Kinderheim prägt auf jeden Fall. Speziell mich wird das Leben lang begleiten bis zum Tod. Das ist ganz klar. Du hast verschiedene Möglichkeiten, zu wählen, wohin du willst in deinem Leben. Und ich habe mich für die positive Richtung entschieden, Erfolg zu haben im Leben. Weil ich weiss, dass ich das Glück habe, dass ich auf der Welt bin. Also muss ich sage die Zeit auch nicht so, wo ich da auf dem Planet bin. Ich hatte eine sehr harte Vergangenheit. Ich hatte sehr viele Schicksalsschläge gehabt. Mein grösstes Schicksalsschlag. Ich hatte einen Dünndarmtumor. In dem Moment ist man natürlich geschockt. Und dann fällt mir über das Leben davon nachdenken. Und darum bin ich dann auch ein bisschen mehr spirituell abgerutscht, sage ich jetzt mal. Weil du machst dir halt viel Gedanken, wieso halt gewisse Sachen sind, wie sie sind. Du nimmst vieles viel gelassener. Und du bist halt viel dankbarer, dass du essen hast, dass du kannst lesen, hören, schmecken, fühlen. Das sind für mich die Basics, die ich gesagt habe, da bin ich mega dankbar. Und die Liebe, das wäre so wie noch ein Sechser im Lotto. Groß, gut aussehend, intelligent und charmant. Clive Bucher ist ein echter Traummann. Wie würde er seine Traumfrau beschreiben? Mir ist sehr wichtig bei einer Frau, dass sie mit beiden Beinen im Leben steht. Darum ist es mir eben auch wichtig, dass sie selbstbewusst ist, dass sie gepflegt ist und dass sie einen guten Charakter hat, dass sie nicht eingebildet ist, dass sie bescheiden ist und zuvorkommend. Das ist für mich wichtig. Ganz schön anspruchsvoll, der Clive. Aber er hat ja auch viel zu bieten. Liebe ist sehr wichtig für mich. Ein Leben ohne Liebe ist kein Leben. Punkt.